Hey Leute und willkommen zurück bei DC Universe Online. Es ist wieder früh am Morgen, wie jedes Mal, wenn wir ein bisschen DC Universe spielen. Deshalb muss ich heute auch mal ein bisschen versuchen, ein bisschen leiser zu sprechen. Wir haben nämlich Wochenende und der Rest des Haushalts ist irgendwo noch am Pennen. Ich hoffe, dass das aber kein Problem sein sollte, denn zur Not drehe ich am Ende die Lautstärke ein bisschen höher und man sollte eigentlich trotzdem keine Probleme haben, mich zu verstehen. Gut, ich hoffe, dass es auch diesmal wieder nicht leckt, so wie beim letzten Mal. Das war ja grausig, zumal es diesmal schon eine Ankündigung gab, hey, wir haben da ein paar Probleme. Müsst da mal gucken, ob das Spiel bei euch im Moment vernünftig läuft. Schauen wir einfach mal, ob es das jetzt tut. So, wir waren auf diesem Hausdach. Da gab es ein Collectible, das ich nicht so richtig einsammeln konnte. Das versuche ich doch jetzt einfach nochmal. Und da funktioniert es auch direkt auf Anhieb. Das ist doch sehr schön. Es ist sogar der zweite Teil von diesem komischen Ding hier. Die Dinger sollen mir viel Erfahrung geben, wurde mir gesagt, wenn ich die denn komplett abschließe. Was seid ihr denn für Leute? Was ist denn hier los? Corrupt Citizens. Das ist nicht das Corrupt Citizens, was ich machen soll, oder? Ich kann mich hier draufstellen. Tata. Nein, das hilft irgendwie nicht. Okay, ich muss da wohl wieder runter. Die Probleme, die ich gestern hatte, lagen übrigens tatsächlich alle an den Lecks. Das war nicht so schön. Diesmal sollte das doch deutlich besser gehen. Komm, können wir den mal hier... Bäm. So macht das viel mehr Spaß. Da ist plötzlich Wumms dahinter. Sehr gut. Okay, dann blaster den nochmal weg da hier. Bäm. Na, komm, drauf da. Geht doch. Ich sollte vielleicht das mit dem Abwehren nochmal ein bisschen üben. Und ich kriege gerade schon wieder böse auf die Fresse. Das ist nicht so gut. Nein, komm, flieg, ach, trink und jetzt flieg weg, bevor sie... Uah, das sind aber trotzdem ganz schön viele. Okay, es lag also nur zum Teil an meiner Inkompetenz, sagen wir es einfach mal so. So, hier dürften sie mich erstmal gerade nicht treffen, oder? Bin ich außerhalb des Kampfes? Ja, ich bin außerhalb des Kampfes. Außerhalb des Kampfes regeneriert man sehr schnell Lebensenergie, das ist auch ganz praktisch. So wie die hier reinhauen, ist das keine schlechte Sache. Ich wollte da mit dem Minion of Lust reden eigentlich. Wenn das denn irgendwie möglich ist. Kann ich den da bitte gerade mal... Bam. Und jetzt komm her. Ja, deine komische Spezialattacke bringt dir auch nichts. Ich stehe nicht mal vor dir. Ich stehe nicht mal irgendwo in deiner Nähe. Boom. Und nochmal und überhaupt. Komm, stirb. Und hol nicht deine Freunde. So, sehr gut. Die geben immer mehrere von diesen Items, die ich brauche. Das ist schon mal gut. So. Rede mit mir. Was möchtest du? Oh, ich krieg ein Cape. Das ist ja cool. Spray, Lust, Potion und Science Police. Ja. Ich würde mal fast sagen, das können wir machen. Ach, guck mal an. Auf Tote. Na dann. Flup. Und nun? Lebt da wieder. Egal. Ist das ein Collectible? Das kann ich aber nicht einsammeln. Schade. So. Dann wollen wir mal gucken. Mehr töten. Oh, da stehen mehrere. Das ist nicht so schön eigentlich. Da steht nur einer. Oh, nein! Nein! Hat er jetzt den... Jetzt habe ich schon wieder mehrere Gegner am Hacken, oder? Shit. Komm. Stirb. Stirb, stirb, stirb. Einmal bitte ansprühen. Geht das nicht? Warum geht das nicht? Jetzt geht's. Ach so, weil ich noch angegriffen wurde. Okay. Das ist ja kein Wunder, dass das nicht so richtig funktioniert hier. Und ich habe schon wieder sehr, sehr, sehr wenig Lebensenergie. Irgendwie kriege ich die ganze Zeit sehr böse auf die Fresse hier. Ist nicht so gut. Ja komm, ich helfe mal. Es sind ja noch mehrere Leute. Oh, da ist noch einer. Shit. Ich habe nicht mehr viel Leben. Ich brauche mal hier so eine Cola. Ah, sehr gut. Funktioniert. So gehört sich das. Hm, da vorne ist noch einer. Der sieht ein bisschen einsam aus. Den kann ich doch mal verprügeln. Ich sollte versuchen, hier möglichst die Typen zu erwischen, die ein bisschen alleine rumstehen, weil wenn die in Gruppen rumstehen, dann verhauen die mich immer ganz böse. Und das will ich ja nicht. Und ich soll da bitte J drücken. Ich hab da... Oh. Ups. Ich hab da offensichtlich schon ein bisschen was geschafft. Moment. Ach, guck mal, das mit dem Lastzeug habe ich schon. Da kriege ich weniger Health, wenn ich das Ding dann anziehe, aber mehr Power. Mhm. Dankeschön. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte dir wirklich noch sowas. Prototype Weapons. Gibt ein bisschen Cash, aber vor allem auch Erfahrung.
Okay, komm, wie sieht denn das komische Cape aus, was ich hier habe? What the hell? Okay, ich glaube, das wird meine erste Verwendung dieses komischen Style-Zeugs hier. Also die erste richtige Verwendung. Da möchte ich doch bitte dann das lange haben. Dankeschön. Eieiei, so ein komisches kurzes Gerät, das sieht ja total hässlich aus. Wer will denn sowas freiwillig tragen? Oh, guck mal, du siehst ein bisschen einsam aus hier. Da kann ich dir doch direkt mal auf die Fresse hauen. Dann bam. So. Wie war die andere Attacke nochmal? Ah, okay. Einmal kurz drücken, einmal gedrückt halten und dann gibt es diesen komischen AOE-Stun oder was es sein soll. Das hat ja bis jetzt noch nicht so richtig funktioniert ist mit dem Stun hier. Bam. Das war auch nicht das Richtige. Das auch nicht. Das war das Richtige, aber irgendwie, er hat abgeblockt. Diesmal habe ich sogar gesehen, dass er geblockt hat. Oh, ich habe einen Hammer gefunden. Einen grünen. Wenn ich jetzt noch mit Hammern zuschlagen würde, dann würde sich das vielleicht sogar lohnen. Tue ich aber nicht. Schade, wa? Komm. Bäm. Nein, du kriegst jetzt aufs Maul hier. Da ist ein Citizen. Oh, schnell, bevor er von dem anderen komischen Helden da gestappt wird. Meiner, ich muss noch haufenweise Citizens corrupten. Und habe doch irgendwie. Ich finde immer keine. Bäm. Umgeschossen. Den nicht. Okay, den hat irgendwer anders umgeschossen. Das ist aber schade. Was muss ich denn noch? Ich muss noch ein paar Police-Typen umhauen. Bäm. Voll in die Fresse geworfen. Noch drei von den Viechern umhauen, noch fünf Waffen einsammeln und acht Citizens corrupten. Das mit den Citizens corrupten ist irgendwie ein Problem, weil hier so wenig rumstehen. Ah, da war zumindest mal wieder einer. Komm, warum läufst du vor mir weg? Bleib hier. Feigling. Kriegst du aufs Maul hier. Boom. Irgendwie wehren die das jedes Mal ab. Finde ich nicht in Ordnung. Muss ich einfach mal so sagen. Bam. Ey, jetzt hat der gammelige NPC den getötet. So geht's ja nicht. Stirb. Was sind das überhaupt für Typen? Soul Striker. Keine Ahnung, was die hier wollen oder sollen. So. Brauche ich noch zwei Waffen und ich brauche noch Hupala. Ganz viele Citizens. Aber wo kriege ich diese Citizens am schlausten? Hey, irgendwie laufen hier echt wenig rum. Weiß nicht, ob das richtig ist. Vielleicht sind auf den Dächern noch irgendwelche. Oh, guck mal, hier ist tatsächlich was. Aber das sieht nicht aus, als wäre das das, was ich wollte. Das ist ein Collectible, das ich irgendwie nicht einsammeln kann. Aber schade. Mal hier. Was bist du für einer? Was liegt denn hier? Was ist das? Irgendein komisches Teil. Wusch. Da ist ein Citizen. Sehr gut. Zack. Oh no, please, no. Das klang sehr, sehr comic-mäßig. Wie aus so einer Sprechblase in einem Comic. Oh no, bitte nicht. Oh. Schön. Ich muss auch sagen, das Spiel vermittelt eigentlich keinen schlechten Comic-Stil, finde ich. Also, ja, es ist schon sehr comic-mäßig. Ich hoffe, dass ja in nächster Zeit dann mal die Server angepasst werden. Ihr schreibt mir auch immer mal ein paar Nachrichten, von wegen, ob ich euch mit Hast du nicht gesehen helfen kann. Es tut mir ja leid, dass ich euch irgendwie nicht helfen kann. Ich spiele ja auch nur und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie dieser ganze technische Kram dahinter funktioniert. Also im Sinne von, ich habe das Spiel ja selbst noch nicht lange. Ich habe das seit dem Free-to-Play angefangen. Ich spiele eigentlich auch nur während dieser Let's Plays hier. Sprich, ich habe ja nicht wirklich Zeit, mich da sehr, sehr eingehend mit zu beschäftigen. Deshalb kann ich euch eigentlich auch nie mit irgendwie sowas helfen. Aber ich denke, im offiziellen Forum kann euch eigentlich ganz gut geholfen werden. Wobei sich viel, die sind sich halt bewusst, also Sony Online oder ich weiß nicht genau, wer der Entwickler dann tatsächlich ist. Aber sie sind sich bewusst der Probleme gerade beim Einloggen und bei der Performance im Moment. Und sie tun wohl auch was da dran. Also zumindest steht das in den ganzen Foren immer drin. Leider hilft das halt
im Moment gerade nicht viel solche Sachen dauern. Ich denke, viele Leute sind da ja immer eher ungeduldig. Ich denke, man sollte da schon den Entwicklern ein bisschen ihre Zeit lassen. Es soll ja dann am Ende auch ordentlich sein. Dann wird das wird schon. Ich meine, der Ansturm war echt groß. Das kann man nicht anders sagen. Das ist im Gegensatz zu vielen anderen Free-to-Play-Starts war das hier ganz schöner Andrang. Ich glaube, 1 Million Leute oder so, das ist schon eine Menge. Das klingt erstmal vielleicht nicht so viel, aber wenn man bedenkt, hier das größte Online-Spiel WoW hat inzwischen, glaube ich, noch so 10 Millionen. Also sprich ein Zehntel von diesen Leuten des größten MMOs haben sich alleine durch den Start des Free-to-Play angemeldet. Also vorher gab es ja auch schon Spieler. Und das ist schon eine Hausnummer. Muss man einfach sagen. Oh, die sind aber gut. Ja, okay. So. Einmal bitte. Nein, ich wollte das Ding gerne haben. Anziehen. Zack. Okay, sind die jetzt auch Dämonik? Hier habe ich jetzt langsam mein komplettes Dämonik-Set zusammen. Sieht fast so aus. Brustplatte bräuchte ich mal noch irgendwie sowas. Fourth World ist irgendwie langweilig. Außerdem hat das keine ordentlichen Stats. So, get to Science Police Headquarters. Auf. Wo ist denn das? Hallo? Hier? Das hier? Nee. Das ist, glaube ich, auch nicht das Police Department, oder? Das hier ist es. Ah, okay. Da liegt ein Collectible, das möchte ich gerne haben. Ach, ich muss hier sowieso wieder Leute töten, das ist gut. Schnell, bevor er kommt. Hallo, Täter. Nein, nein, nein. Stirb, 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 stirb. Komm. Und bam. Ich habe das Gefühl, die heilen sich. Oder sah das jetzt nur so aus eben? Whatever. Ich soll irgendwelche Medics oder so release? Vortex? Was? Ich soll irgendwelche komischen Sachen releasen? Ich soll irgendwelche komischen Medics außen knocken? Wobei ich von beiden nicht weiß, wie und wo. Ah, da ist ein Medic. Das ist doch schon mal gut. Den kann ich doch jetzt mal hier bestimmt ausknocken. Komm. Stier. Bam. Habe ich ihn jetzt erfolgreich? Nee. Irgendwie habe ich ihn nicht erfolgreich ausgenockt. Das ist aber traurig. Was ist das denn hier? Hallo? Aha. Das ist ja schön. Da oben leuchtet was. Da möchte ich gerne mal hin. Okay, das scheint mir einfach nur hier irgendwie so ein bisschen Information darüber zu geben. Was ist das ja eigentlich? Denn das ist ja durchaus alles irgendwie aus den Comics geholt. Ja, ist doch schön eigentlich. Also ich mag so Hintergrundsachen, vor allem weil ich ja auch Comics mag, habe ich ja, glaube ich, in den letzten Let's Play oder so mal gesagt. Ich bin durchaus interessiert an sowas. Oh, Minion of Greed. Was möchtest du denn gerne? Medical Supplies. Ach, da lagen doch unten haufenweise von rum. Ich finde übrigens das extrem awesome hier mit dem von Gebäuden springen und dann so einen Stampfer machen. Das ist total awesome. Bam. Komm, stirb. Okay, was ist das? Ich weiß nicht, was es ist, aber ich benutze es mal. Ach, das war so ein Vortex-Ding, was ich releasen sollte. Okay. Verstehe. Ja, wo ist er? Wo ist er denn hin? Er ist weg. Ah, und er schießt, glaube ich, immer noch auf mich. Ah, da ist er ja. Komm, geh drauf. Nein, hier bleibst du. Du hast sogar so eine komische Bag dabei. Sehr gut. So gehört sich das. Du hast auch eine Bag dabei. Das gefällt mir. Autsch. Was auch immer das war. Aber hier ist noch so ein Ding. Der macht eine sehr komische Bewegung, während er das einsammelt, möchte ich mal kurz so anmerken. Sieht extrem eigenartig aus. Nein, nein. Ich möchte hinspringen. Bam. War das jetzt meine? Hat er für mich gezählt? Ich weiß es nicht. The Bag hat auf jeden Fall für mich gezählt. Autsch. Nein, ich möchte das einsammeln hier. Dankeschön. So, jetzt kann ich dich verhauen. Was sind das eigentlich für Schulmädchen, die hier rumstehen? Diese komischen... Oh, nee, es sind Dämonen. Vergesst, was ich gesagt habe.
Die haben irgendwie so einen komischen Rucksack auf. Die sahen erstmal auf den ersten Blick aus wie irgendwelche komischen Schulmädchen. Eieiei. Hinten ist wieder ein Medic. Boom und boom. Das war ja effektiv. Einmal draufschießen, einmal hinspringen und dann war er schon down. Nice, nice, nice. Den kann ich wieder nicht, ne? Nee, kann ich nicht. Bam. So. Ich finde übrigens das Loot-Einsammeln sehr angenehm. Man steht eigentlich nur da so rum und drückt immer zwischendurch, wenn man einen Gegner getötet hat, einmal STRG und dann wird da direkt der Kram, der um einen rumliegt, wieder eingesammelt. Das ist deutlich praktischer, als wenn man erst irgendwie jeden Gegner so komisch anklicken muss und dann da den Loot rausnehmen und das ist doch irgendwie auch blöd so. Okay, komm. Ahoi Epsilon. Ich nehme an, die Bezeichnungen haben irgendwas damit zu tun, was die können oder so. Was das für eine Art von Typ ist oder sowas. Hm, her damit. Huch, was ist denn für einer? Ein Medic, komm. Bam. Und ich komm. Ich möchte gerne alt gedrückt. So, sehr gut. Zack, da ist er down. Ich habe das Gefühl, plötzlich machen die sehr viel weniger Schaden hier, was eigenartig ist, weil ich habe weder ein Level gekriegt, noch irgendwelche Ausrüstung, die mir da irgendwie bei helfen würde. Aber vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass hier weniger Gegner sind, die gleichzeitig auf mich schlagen, weil hier mehr Helden sind. Wobei mehr Helden ja auch nicht unbedingt positiv ist, weil dann heißt das ja, dass bald die Server wieder in die Knie gehen. Und das ist ja immer schlecht. So, komm, verhau den komischen Medic, den will ich nicht. Stirb. So. Hallo? Nicht? Hat irgendwie nichts geholfen. Hm, schade. Dann fahr ich Epsilon. Das hilft mir zwar auch nichts, weil ich da gar keine Quest für habe, aber hey, warum nicht? Hm, hier liegen überall so komische Collectibles rum, die aber weiß sind. Die ich also nicht einsammeln kann. Ich würde ja erwarten, dass die weißen Collectibles, eigentlich heißt, dass ich die schon eingesammelt habe, aber so viele Dinge habe ich definitiv nicht eingesammelt. Das kann also eigentlich nicht sein. Eigentlich. Vielleicht gibt es auch einfach mehrere Collectibles für ein Dings, also die schalten alle dasselbe Collectible-Dings frei und sie liegen überall rum, damit man sie nicht vergisst oder übersieht oder so. Das kann natürlich sein. Falls da jemand eine Ahnung von hat, möge er mir das bitte sagen, weil ich kenne mich damit nicht aus. Na, gleich haben wir die Quest hier auch mal fertig. Komm, hau dem noch eine runter. So. Sehr gut, jetzt muss ich noch zwei von diesen komischen Kleinen und ich muss noch einen Medic verhauen. So.